Schon wieder eine 5? Klassenarbeiten. Wofür brauchen wir Klassenarbeiten? Hä? Ich glaube, die Lehrer testen damit nicht, wie schlau, sondern wie doof ich bin. So, heute bekommt ihr eure Mathe-Klausur. Und was hab ich? Ja, sehr doof. Das ist schlecht. Deine letzte Klausur hatte ich ein überdimensionalen Doppeldoof Minus. Besser als letzte Mal. Ach, komm mal, deine Fresse. Aber Schulsystem. Eine Frage. Wofür? Wofür? Schule, so helft ihr uns nicht. Kopfschmerzen. Bro, wer auch immer Klassenarbeiten erfunden hat. Ey, das ist der Erfinder der Klassenarbeiten. Was, wo? Da. Grundschule. Alles war so einfach. 5 plus 5, 10. 8 plus 3, easy, 12, let's go. Oh, das war ein Traum. Du hast 10 Euro. Johnny fragt dich nach 5 Euro. Wie viel Euro hast du nun? Hey, immer noch 10 Euro. Gibt Johnny doch keine 5 Euro, bin ich doof? So, Schule gewechselt. Und boom. Damals hatte ich immer eine 1. Wir wollen eine 1. Und heute? Wir wollen eine 1. Oh mein Gott, Note 1? Hä, 0, ein Punkt. Was war das letztes Mal? Und ab da merkst du, du musst spät. Hoffentlich sehen meine Lehrer das nicht. Einmal bitte wegschalten. Lehnt euch zurück und gönnt euch. Unsere Spicker. Okay, ihr habt 90 Minuten Zeit. Fuck, ich hab nicht gelernt. Ich auch nicht. Denkt gar nicht drüber nach zu spicken. Los! Psst. Ich brauch die Lösung. Welche auf? Spickt ihr etwa? Freundchen! Ja! Ja! Easy 1. Okay, Kinder, die Deutscharbeit vorne abgeben. Deutsch? Hä? Oh mein Gott. Ich hasse diese Klasse. Schüler. Englisch, Französisch, Mathe. Das sind Fremdsprachen in der Schule. Hey, Mathe ist doch keine Fremdsprache. Aber nicht nur Fächer sind Fremdsprachen. Sondern auch Schüler. Junge, was laberst du? Sie zum Beispiel. Ich verstehe ja meine Mitschüler einfach nicht. Und jetzt lehnt euch zurück und gönnt euch. Die normale Klasse. Jeden Morgen um 7 klingelt der Bäcker und ich weiß... Boah, meine Klasse ist der größte Scheiß. Es ist 8 Uhr morgens. Ich hatte minus 3 Stunden Schlaf. Und Bro, selbst mein Mundgeruch hatte Mundgeruch. Und wen sehe ich als erstes? Johnny in the house! Den übermotiviertesten Johnny! Hörst du die Bässe? Johnny, halt einfach deine Fresse! Aber woher die Energie? Hey, girl! Emily, verpiss dich! Ich bin Ali aus Bali! Boah, der Heftigste! Ich möchte gerne Rapper werden! Also wurde er möchte gerne Rapper! Bist du hässlich? Bah! 3, 2, 1, Kredit! Ali, du hast voll die frische Jacke! Danke, Moruk! Und aus deinem Mund stinkst du nach Kacke! Was hat sich auf Paratropus Robustus? Genau! Ah, oh, Justus! Moin, meine Muttersprache ist Mathe! Junge, er unterrichtet den Lehrer! Was ist los? Ich hab die Arbeit verkackt! Hey, welche Note? 2 plus! Aber das sind irgendwie diese Typen, die alles können. Aber dafür kein Wort Englisch. I love play football with my father. Wer aber dafür richtig gut Englisch kann, ist... What's up, girl? Emily, hältst du bitte einmal deine Fresse? Hi, I'm Emily. And I would love to see America. Junge! Aber wisst ihr, wen ich wirklich am meisten liebe? Leon. Der ist doch nie da. Also kann er mich doch gar nicht stören. Und da gibt's doch diesen einen Typen. Er ist zwar da, aber auch irgendwie nicht da. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Und etwas gefährlich sieht der auch aus. Das war bombastisch. Und wisst ihr, was noch bombastisch ist? Auf jeden Fall nicht dieses eklige Pärchen in der Klasse. Ich liebe dich, Bububären, Schatzi Mausi. Ich dich auch, Stinkepups. Jeder hat diesen einen besten Freund aus der Klasse. Doch wenn er nicht da ist... Oh, Junge, wo ist der? Moruk, dann kommt der trotzdem. Junge, ich bin krank. Ist mir doch egal. Und es gibt immer diesen einen Typen, der 15 Mal sitzen geblieben ist. Moin, ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Junge, du bist dreimal so alt wie ich, was machst du? Ey, sag nichts gegen meinen Vater. Du bist sein Sohn? Ey, sag nichts gegen meinen Vater. Warte, dein Sohn und dein Enkel sind mit dir in einer Klasse? Was ist das für eine scheiß Aufgabe? Was ist die schwierigste und unnötigste Fremdsprache in der Schule? Hm? Mathe! Das ist doch keine Fremdsprache! Doch, und jetzt halt dein Guck mal, ich verstehe, wofür man Mathe braucht, okay? Also einmal für... Und dann noch... Und auf jeden Fall... Ach komm! Nein! Nein! Wofür? Ach so, ja, meine Lehrerin meinte einmal... Kinder, Mathe braucht ihr, wenn ihr mal ein Haus bauen wollt. Digga, was für Haus bauen? Moin. Ah, hi, ich will da ein Haus bauen lassen. Kannst du Mathe? Nö. Hey, dann brauch ich dir kein Haus, du Hund. Komm, deine Fresse. Grundschule war doch Bombe. Das ist so 3 plus 2. Easy 5. Kommt ihr damit 8 mal 8, Digga. Easy 69. Damals war alles einfach. Da fliegst du irgendwie an mit Wurzeln. Was für Wurzeln, Bro? Hi, ich bin eine Wurzel. Halt's Maul, Wurzel. Potenzen? Was ist das? Hi. Hi, ich bin eine Potenz. Halt. Und irgendwann kam Buchstaben. Buchstaben! Es hätten nicht genug Buchstaben in diesem scheiß Gedichtanalyse. Die Aufgaben, die in Mathe gestellt werden. Ich kann nicht mehr. Und wie werden jetzt Matheaufgaben gestellt? Grundschule so. Ein Apfel? Aha. Plus noch ein Apfel. Aha. Ergeben? Warte. Rechne mit Fingern. Ein Apfel, zwei Apfel. Drei Apfel. Als nächstes so. Angenommen, du hast 10 Euro. Boah, das sind 2 Döner. Und der Johnny fragt dich nach 5 Euro. Wie viel Euro hast du jetzt? Ja, immer noch 10 Euro. Was, warum? Junge, ich geb Johnny dem Geier doch keine 5 Euro, bin ich doof? Denk mal nach. Und auf einmal taucht aus der Ecke so ein Peter mit 60 Wassermelonen auf. Moin, ich bin der Peter. Was will er mit 60 Wassermelonen? Peter kauft 60 Wassermelonen. Er wiegt 80 Kilo und hat einen ekligen Pilz am linken Zeh. Was ist jetzt die Aufgabe? Wie viele Wassermelonen? Nee. Was? Berechnen Sie den Umfang der Sonne? Du machst Schluss mit mir? Was eh hässlich, Junge! Na, Sarah, was geht ab? Warte mal kurz. Na, Lena, wie geht's dir? Hatsch! Gesundheit! Gesundheit! Ich weiß, ich bin geil. Hä? Hallo! Oh, Junge, halt's Maul! Schnauze! Fresse! Krankheit! Halt's Maul, du Huren! Sport ist Mord! Englisch, Deutsch und Mathe sind Fremdsprachen. Und das ist Fakt! Aber Sport genauso! Was? Was, was? Sport ist eine Fremdsprache! Junge, es ist nicht mal eine Sprache! Okay, was sag ich dann?
Keine Ahnung. Ja, ich meinte, du bist ein kleiner Huren. Siehst du? Fremdsprache. Ob Sport Spaß macht, hängt nur vom Lehrer ab. Ganz ehrlich, wenn ihr so einen freshen Sascha habt. Moin, ich bin der freshe Sascha. Okay, Kinder, holt ein paar Bälle, spielt ein bisschen, ich verpiss mich. Jackpot! Bei meinem Glück krieg ich aber diesen komischen Kauz. Wir laufen 29 Kilometer. Oh. Morgen sind die Bundesjugendspiele. Oh, Bundesjugendspiele. Horror. Ey, wir müssen da laufen, springen und werfen. Bei den Jungs büffelt es auch wie Scheiße. Aber schauen wir mal erst in die Umkleide. Die stürmen rein, anziehen in der Halle 20 Sekunden. Wo seid ihr? Wir wollen anfangen. Ja, chill, Bro. Und Mädels, seid mal ehrlich. Was braucht ihr so lang? Was macht ihr da drin? Mädels, alles mit der Ruhe. Fotos, Schuhe aus. Fotos, chillen. Fotos. Und es gibt immer diesen Psychopathen-Jungen. Kommt, Jungs, komm mal rein. Jeder kennt dieses eine Mädchen. Keine Ahnung, wie die heißt. Patricia oder so, die kleine Bitch. Herr Hörni. Ja, Maus? Ich kann leider nicht mitmachen. Alarmstufe, period. Hör mal, das hast du zwar schon seit 5 Monaten, aber egal, kriegst trotzdem eine 1. Ja, danke. Ey, wenn ich aber nicht mitmachen kann? Ich kann leider nicht mitmachen. Warum? Ich bin verletzt. Das ist kein Grund. 10 Kniebeugen oder das wird eine 6. Willst du dich verarschen? Oh mein Gott, Digga. Ich verstehe kein Deutsch. Welche Fremdsprachen gibt's in der Schule? Englisch. Französisch. Mathe. Ist doch so. Und Deutsch. Hey, Deutsch ist doch keine Fremdsprache. Natürlich, du Bob. Es ist eine Fremdsprache. Junge, du lebst in Deutschland. Ja, ich kann's aber nicht. Hä? Was ist deine Muttersprache? Türkisch. Türkisch? Nein, nicht Türkisch. Türkisch. Hä, und wie redest du da mit deiner Mutter? Oh. Ey, das Schulsystem, na ehrlich. Deutschland, ich will Deutsch lernen. Und keine Gedichtsanalysen. Ich sehe nur Analyse. Analyse. Bro, was will ich mit Metaphern? So, wer ist das? In der Grundschule. Singen wir Lieder und machen das Alphabet. Okay, Kinder, alle zusammen. Ja? I steht für Igel, H steht für Haus. Haus. Was denn? Kahn raus. Okay. Da kommt Grammatik. Ich check Artikel immer noch nicht. Wie viele haben wir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Englisch macht sich das Leben einfach. The. Ja, das war's. Und die Türken. Die haben nicht mal eins. Die Schule. Ja. Ah, ich bin in die Schule. Nein, ich bin in der Schule. Ach so, ich gehe in der Schule. Hey, nein, ich gehe in die Schule. Bist du dumm? Ach, komm, halt dein Maul. Und jetzt kommt das Schlimmste. Guten Morgen, heute ein Gedicht von Goethe. Och nee. Der Himmel ist blau. Mein Gott, ich liebe Goethe. Was? Was will er uns damit sagen? Dass der Himmel blau ist? Falsch, blau steht für seine Traurigkeit. Hä? Professor, ich bin gar nicht traurig, ich bin voll glücklich. Heute wieder Gedicht wachsen. So. Was schreibe ich heute? Der Himmel ist blau. Fertig. Der Himmel ist blau. Ich hasse Kunst! Englisch, Französisch, Russisch. Das sind Fremdsprachen? Digga, jedes Fach für mich ist eine Fremdsprache. In keinem Fach verstehe ich überhaupt was. Die Zentripetalkraft zwingt der Masse nach oben. Höraufgabe. Oh nein. Was? Bro, ich kann nicht mal Deutsch. Aber dann gibt's noch diese Justusse. Sorry an alle Justusse. Moin, ich bin Justus. Ey, was ist eigentlich deine Muttersprache? Mathe. Was? Ja, das ist meine Mutter Pi. Oh Junge, pie dich ins Knie, du Huren. Aber Kunst. Ihr denkt, Kunst wäre geil? Nein! Gute Besserung! Wäre Kunst eine Person? Hi, ich bin Kahn. Hi, ich bin Kunst. Oh mein Gott! Ich nenn mich Kahn! Fangen wir aber bei der Lehrerin an. Choose your character. Oh Junge, eigentlich sehen alle gleich aus. Heute wird gemalt. Ich verstehe diese Wesen nicht. Ey, die Aufgabe war... Zeichnet ein Bild. Und ihr wisst nicht, wie viel Schweiß ich in dieses Bild gesteckt habe. Ey, for real, Schweiß. Bist du eklig? Um was am Ende gesagt zu bekommen? Das ist mein Bild. Boah, das ist eigentlich perfekt. Aber da fehlt eine gewisse Leichtigkeit, die komplementär verbestimmt dich überein und die Abstraktheit hier fehlt. Also eine gute 5+. Was? Ich kann das alles nicht mehr. Alter, da kommt wieder dieser Justus um die Ecke. Hier mein Bild. Oh mein Gott. Sieht wohl schlecht aus. 1+, das ist perfekt. Was? Bildanalysen. Was sagt uns der blaue Hintergrund aus? Hä, die Wand ist doch einfach nur blau. Falsch, wie kannst du nur? Blau beschreibt die Trauer. Ja, die haben sich verarscht. Wisst ihr, wo bei mir Ende ist? Es gibt diese weibliche Version von Justus. Emily. Hi, ich bin Emily. Die kleine Bitch. Emily, zeig mal dein Bild. Nein, meins ist voll hässlich, ehrlich. Ach, Quatsch. So schlimm, ich würde mich meiner 4 freuen. Walla. Oh, zeig. Es ist aber... Okay. Oh mein Gott. Gib ruhig zu, es ist hässlich. Ich hasse meine Lehrer. Lehrer. Ihr wisst, für mich sind alle Fächer Fremdsprachen. Zum Beispiel Englisch, Mathe, Sport, Deutsch. Hä, Deutsch? Ich kann nicht mal Deutsch. Hi, ich finde dich hübsch. Wie heißt du? Okay. Hi, voll finde ich geil dich. Wie alt heißt du? Oh. Aber nicht nur Fächer sind Fremdsprachen, sondern auch Lehrer. Kann nachsitzen, Lehrvogel zum Beispiel. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, wie Lehrer wirklich sind, dann lehnt euch zurück und gönnt euch das Lehrerzimmer. Jeden Montag stehe ich auf immer schwerer. Oh, kein Bock auf mehr scheiß Mathelehrer. Bro, ein perfekter Schulmorgen würde so aussehen. Achtung, Achtung, euer Mathelehrer ist krank, ihr habt frei. Ja! Was war, krank? Junge, ein Mathelehrer wird niemals krank. Warum? Diese Mathe-Spritze macht sie immun gegen alles. Sie werden niemals krank. Und warum hat jeder Mathelehrer diese Tasche? Junge, welche Waffen habt ihr da drin? Na, eure Klassenarbeiten. Oh. Uah! Und wir Schüler waren noch nie im Lehrerzimmer. Für uns ist dieser Raum verboten. Aber so in etwa stelle ich mir das vor. Eigentlich wäre das eine 2+, aber Johnny bekommt trotzdem eine 5. Was, warum? Ja, weil ich seine heiße Mutter wieder beim Elternsprechtag sehen will. Ah, okay, verstehe. Okay, über wen lästern wir heute? Ganz klar über Kahn. Bei Aufgabe 1 seiner Arbeit hat der X gleich 3700 raus. Hör, klingt doch gut. Was für eine Aufgabe war das? Bro, das ist eine Deutschklausur. Ja, okay, was ein Idiot. Er kann nicht mal Deutsch. Oh. Ihr drei bist wirklich doof.
Oh, ja, okay, ihr habt recht. Ihr Lehrer seid alle gleich. Vor allem eure Kleidung, Kunstlehrerin. Hi. In welchem Wasserfarbkasten bist du gefallen? Mathelehrer. Ich hab deine Mathearbeit. Boah, schmeiß die Tasche weg. Sportlehrer. Ich muss sagen, du bist cool. Aber Junge, mein Richter entschweißt bis zum Mond. Auf anderen Schulen sind Lehrer so. Holt Bella raus, spielt ein bisschen, ich verpiss mich. Und bei mir? Heute 50 Kilometer Lauf, los, los. Geschichte bei anderen? Kinder, wir schauen heute nur Filme. Und bei mir? Überraschungsnetz über den Kolonialismus. Oh. Wer hat Hausaufgaben erfunden? Wer? Ey, nach 10 Stunden Schule. Boah, endlich. Stopp, eure Hausaufgaben für morgen. Nö. Und egal wie stark du bist, dein Lehrer ist unschlagbar. Sagst du nur ein Wort gegen ihn? 5. Versuch also für eine bessere Note bei jedem Witz zu lachen. Dann haben wir Cosinus von Pikachu. Haha, der war gut, der war gut. Witzig. Khan? Ja? 5. Elternsprechtag. Du denkst, du bekommst eine leckere 3+. Ihr Sohn macht keine Hausaufgaben, meldet sich nie und ist faul und hässlich. 5. Aber bitte, bitte nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Hi. Hi. Sollen wir spielen? Ja, lass Mutter, Vater, Kind spielen. Okay, ich bin dein Vater und ich deine Mutter. Ich hab mir die Hose gekackt. Oh, Junge, ich hasse Kinder. Ey, Bro. Junge, was geht ab, Murdoch? Digga, was? Nicht ja bei dir. Boah, Bruder, hast du die Lieder aus der Filmgruppe gesehen? Boah, Bruder, was ein Gerät. Hä? Die haben mehr Butter als ich. Bruder, du weißt nicht. Was? Bruder, die haben mir Peppers geliehen, Wanda. Guck. Boah. Yeah. Wifi-Material, Alter. Aber komm, Bro, ich hab mich mit Eis auf Rutze getroffen. Was?